Yeah, Leute, wir sind's schon wieder. Kuckuck. Ja. Wie schnell doch 14 Tage rum sind, wa? Tut uns leid. Jeans hier. Podcast 158, Leute, kaum zu glauben. Ja. Das ist crazy. Irre. Ich grüße euch. Ich grüße nach Spanien und nach Rand Berlin. Ja, ja. Grüße zurück Konnewitz. Nach Konnewitz. Genau. Hierher. Zum Nabel der Welt. Fand ich. Wir haben uns ja gerade erst gesehen, wa? Zürich sorgt noch für hohe Emotionen, weil das hat einfach, das war so ein schönes Wochenende, hat die Batterien mal wieder richtig aufgeladen. Mhm. Publikum war mega schön. Genial. Ihr habt ja gesagt, ich soll jetzt sagen, es ist auch ach wieder so. Nicht richtig. Ach, Scheiße, ja, Mist, jetzt habe ich mich verquatscht. Ja, extra ins Podcast-Dokument geschrieben, sag im Wesentlichen einer was Positives. Ja. Erzähl weiter, André. Nee, also war wunderbar, also ich fandst du ja die Anreise schön. Also man war mal wieder unterwegs, man ist mal rausgekommen. Gut, hätten jetzt keine 9 Stunden im Auto sein müssen, 5 hätten auch gereicht, aber... Ja, mein Gott. Ich hätte super, sie mir auch... Super Hotel gewesen, schön gleich abends Alex Geburtstag gefeiert am ersten Abend. Mhm. Stimmt. Also für mich war das eine rundum schöne Sache in Zürich. Ja, für mich auch. Das war, vor allem die Hinreise war spannend. Können wir das eigentlich erzählen, Jeans? Weiß man nicht, wa? Von mir oder was? Meinem kleinen Fauxpas? Dein kleiner Fauxpas? Auf der mir ist klar, doch gar oder? Nichts peinlich, das weißt du doch. Ist ja auch ist schon ja auch scheißegal. Jetzt, oder? Wir werden mich ja jetzt nicht festnehmen nachträglich. Nee, oder mir die Einreise verweigern. Nee. Und wenn? Drauf geschissen. Nachträglich ausbürgern. Ja, genau. dann erzähl doch mal. Achso, ich soll erzählen. Ich dachte, du wolltest gerade loslegen. Naja, ich hab das ja nur so am Rande mitbekommen, irgendwie. Naja, okay, aber wir waren bei der Fahrt. Also ich wollte noch sagen, ich hätte sie mir noch schlimmer vorgestellt. Ja, auf jeden Fall. Und das, obwohl ich recht viel gefahren bin. Mhm. Irgendwie so kurz vor der Grenze, irgendwie meinte ich irgendwie zu Sven, hier, lass mal lieber vor der Grenze tauschen, ich habe irgendwie gar keinen Führerschein mit. Mhm. Und noch etwas näher vor der Grenze ist mir aufgefallen, ich habe es aber für mich behalten, ich habe nicht nur keinen Führerschein mit, ich habe auch keinen Reisepass und keinen Ausweis mit. Genau, dann habe ich mal so, das war so eine Stunde vor der Grenze, alle Szenarien durchgegangen, die mich so erwarten könnten, mitten in der Nacht. Mhm. Und dann dachtest du, jetzt teile ich mal diese Information mit den Kollegen. So kurz vor der Grenze dachte ich, genau, gebe ich mal Bescheid, dass ihr euch nicht wundert, falls es komisch werden könnte zu komischen Situationen. Ja, ich bin ja fest davon ausgegangen, da steht gar keiner und wenn, dann winken die durch. Ja. Was in unserem Fahrzeug auch so geschehen ist. Genau, wollte gerade sagen, du bist ja bei Anja und Alex mitgefahren. Genau. Und euch haben sie durchgewunken, dann dachte ich mir, ach komm. Aber durchgewunken, also ich meine, gewunken heißt, da winkt jemand. Ja, so halt so, ja. komm, immer, komm. Mhm. Ja. Naja, also uns haben sie nicht durchgewunken, wir mussten ein paar Fragen beantworten. Tauschen hat dann auch keinen Sinn mehr gemacht, weil die Grenze kam sehr unverhofft, wie Alex so schön mitgekommen hat. Und ich dachte, wenn wir jetzt nochmal irgendwie irgendwie einen Fahrer wechseln, das wirkt vielleicht erst recht verdächtig. Ja. Außerdem, Sven, hatte ich ein bisschen Schiss, dass man dir die Nervosität anmerkt. Auf jeden Fall. Das wäre auch nicht gut gegangen. Also wenn ich gefahren wäre, ich glaube, ich hätte dem wahrscheinlich auf die Schuhe gekotzt oder so. Hat sich der Grenzer gewundert, warum der Beifahrer permanent Schweiß tupfen muss von Svens Stirn. Genau. Ja. Hat so ein bisschen souveräner hätte ich allerdings, muss ich gestehen, ja auch rüberkommen können bei der Anzahl der Personen, die im Auto sitzen. Da musste ich auch kurz zählen. Naja, aber das ist ja eine Sache, über die denkt man ja nie nach, oder? Das stimmt, also ich meine, das hat er wahrscheinlich ähnlich gesehen. Genau. Und dass wir keine Plakette haben, konnte ich ihm auch noch alles verklickern. Mhm. Und dann habe ich eigentlich nur darauf gewartet, dass er irgendwann mal was sehen will. Wollte aber nicht. Nee, vor allen Dingen, du hast ihm auch noch gesagt, irgendwie hier Band und so. Und Bands ziehen sie ja meistens raus wegen Merchandise und so. Ja. Und aber das hätte ich, also ja, das war ja auch gut irgendwie, weil Merch hätten wir wenigstens nicht dabei. Insofern. Ja, ich wollte ihm jetzt auch keinen Quatsch erzählen. Nee, wer weiß, ob das eine gute Sache gewesen wäre. Ja. Mhm. Band ohne Merch, na, das ist ja noch verdächtig. Ja, genau. Wahrscheinlich. Was haben sie denn sonst noch so mit? Was haben sie denn sonst noch so nicht dabei? Ja. Instrumente, die sind im anderen Auto. Ja, bei euch lagen ja nur 3 Koffer hinten drin. Also. Das stimmt, wir sahen noch gar nicht aus wie eine Band. Nee, ja, nee, überhaupt nicht. Wieder das Auto. Das ist alles im anderen Fahrzeug. Ja. 4 Leute. Genau. Ja, das ging mir auch kurz durch den Kopf, ja. Ja.
Das ist eine Tanzgruppe, naja. Hättest du vielleicht. Ah, ist egal. Ja. Also ich hätte mich auf jeden Fall, ich hätte mich sehr verdächtig gemacht, glaube ich, wenn ich am Fahrrad sitze. Ja. Oh Gott. Ja. Naja, wird mir hoffentlich so schnell nicht wieder passieren. Nee. Ich bin irgendwie, ich dachte, Mensch. Also ich denke eigentlich auch immer, wenn jemand sowas passiert, dann bin eigentlich ich der Kandidat dafür. Aber das dir das jetzt, also da dachte ich, oh Mensch. Das dachte ich übrigens auch, witzigerweise, dass du, wenn dann der Kandidat bist. Ja. Sven wahrscheinlich auch. Ich meine, weißt du, wie oft ich André gesagt habe, ey, vergiss deinen Pass nicht oder deinen Ausweis. Aber mal ehrlich, habe ich jemals irgendwas vergessen an der Grenze? Natürlich nicht, nein. Und trotzdem denke ich es von mir immer noch. Ja, irgendwie. Ja. Komisch, ja. Bei mir war es auch Premiere. Also an Pass denke ich eigentlich immer, aber ich nehme die Schweiz irgendwie gar nicht so richtig als Ausland wahr. Die sprechen halt einen lustigen Dialekt, aber ansonsten. Ja. Ich glaube, wenn man den Bilder gezeigt hätte vom schwarzen Ball hier mit Ankündigung und Foto, dann hätten die wahrscheinlich wohl gesagt, naja, komm, Junge. Mhm. Ja. Ja. Wir haben dich gesehen. Okay. Foto ist zwar alt, aber. Mein sächsischer Akzent hätte mich dann wahrscheinlich auch irgendwie als Deutschen durchgehen lassen, als Geblutigen. Ja. Oh je. Nee, das war auf jeden Fall ganz lustig, ja. Ja. Danach kam ja, war ja der Spott ganz, sag mal, auf eurer Seite, auf meiner Seite, auf eurer Seite, ne? Ich hab's nicht so mit Redewendung. Ich auch nicht. Ja. Wenn wir dich ausgelacht haben, war er auf unserer Seite, ja. Auf jeden Fall, wollte bei mir auch noch nie jemand an der Hotelrezeption einen Ausweis sehen. Bis in Zürich natürlich. Aber das passiert mir wirklich häufig, dass die Leute irgendwie einen Ausweis sehen wollen. Also echt, ja? Ja, an der Hotelrezeption, klar. Also das habe ich echt oft. Egal, hat auch irgendwie geklappt. Ja. Und dann waren wir auch schon da. Ja, und genau. Schön war es, wa? Und am nächsten Morgen das Frühstück, das war eine Offenbarung. Andreas, das ist dein Part. Das ist dein Helge, Part. Das Essen. Helge. Genau. Ja, nee, war toll. Also ich würde mich echt festlegen, das beste Frühstück überhaupt. Ja, wirklich. Schließe ich mich sofort an. Kann mich nicht erinnern. Ja. Und inklusive besten Service noch dazu. Besten Service und genau. Prosecco, so viel wie man wollte. Genau, na das meinte ich ja quasi. Mal, als wir uns die Flasche gekrallt haben, uns noch einen Sektkühler hinterher zu tragen, war schon ziemlich cool auf jeden Fall. Ja. Und also, ich glaube, die haben dann noch gefragt, ob wir noch eine weitere Flasche haben wollen. Ne? Stimmt. Genau. Macht das mal in Deutschland. Nimm dir da mal eine Flasche Prosecco vom Hotel-Buffet. Und vor allem, da war's da kommen ganz andere Fragen, als darf es noch ein Sektkühler und noch eine weitere Flasche sein. Ja, das, Ja. Vor allem sollte man erwähnen, es war schon 12 Uhr. Also war alles total krass und crazy. Frühstücksbar seit anderthalb Stunden eigentlich schon vorbei. Aber wir waren ja total fleißig auch an dem Vormittag und haben die ganzen Autogrammkarten, die in die Fanboxen reinkommen, unterschrieben, was wirklich wahnsinnig viel war. Ja. Ich hab im Vorfeld der Fahrt die Zahl 2000 gehört und dachte, da hat einer, weißt du, so ein bisschen. Ja. Pi mal Daumen. Übertrieben. Ja. Leicht. Ach so. Nee, nein. Hat er nicht. Waren 2000. Ja, das war sehr, sehr, sehr viel auf jeden Fall. Aber bei so einem Spritzchen Prosecco ging es auch gut von der Hand. Ja. Das stimmt. Ich hatte auf jeden Fall schon leicht einen Sitzen quasi vorm Soundcheck. Na, lange vorm Soundcheck. Achso, der Soundcheck war ja nicht so. War ja nicht so spät. Ja, aber das war auch tatsächlich sehr, sehr nett, finde ich, dass sie uns den Soundcheck. Normalerweise hat ja, wenn du als letzte Band spielst, dann hast du als erste Band Soundcheck irgendwie. Ne? Das fand ich sehr nett, dass wir. Das kann auch schon mal früh um 9 sein. Genau. Quasi, ja. Dass wir erst als dritte Band Soundcheck machen mussten. Und irgendwie um 13 Uhr oder so sind wir erst drüber in den Club. Und stimmt. Das war sehr angenehm. Auch dort waren alles, also nicht nur der Soundcheck, waren nicht auch die Mitarbeiter. Alles, unfassbar cool, oder? Unser Bühnentechniker da. Hammer. Der Gabriel, ich habe mir sogar den Namen gemerkt. Krass, ja. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass ich den Lichtmann von vor Ort. Ja, nie, Mist, fuck. Den habe ich nie gesehen. Ich weiß gar nicht, wer das war, weil der war wahrscheinlich die ganze Zeit am Lichtpult. Und ich konnte mich gar nicht bedanken. Das ist echt, der hat so einen tollen Job gemacht irgendwie. Und der war mal kurz da. Der hat ja extra noch den Tramreiser nach vorne gerückt, damit das irgendwie cooler aussieht. Der war mal während des Soundchecks war er mal kurz da, ja. Okay. Ja, ich habe auch schon, das merkten wir ja schon. Als erstes hatten wir es bei den anderen Bands gesehen und aber auch wenn man spielt, das Licht muss richtig geil gewesen sein. Ja. Ja, man, die Fotos, die ihr gesehen habt, das war auch Wahnsinn. Die hatten echt alle Bock und das bei irgendwie 7 Bands oder so, ne? Das ist schon, also auch die Hands und so. Mhm. Und selbst die waren immer noch motiviert, selbst als wir dann irgendwie um 1.15 Uhr und oder nüchtern, was auf die Bühne kamen. Und nüchtern größtenteils, Also, ja, genau. Ja, das stimmt. Das war wirklich wirklich toll. Aber cool. Ja. Ich fand auch die Atmosphäre hinter der Bühne. Ich weiß ja nicht, ob wir jetzt hier zu viel verraten, wenn ich sage,
Wir haben ja eigentlich vom Nachmittags um 3, wo wir von unserem Ausflug vom Züricher See oder so zurückkamen, wo wir Boot gefahren sind, ha? Jeans, die Seebären, haben wir auch gleich Hold Fast auf die Hände tätowieren lassen, auf die Knöchel danach. Und darf aber dazu sein, dass es ein Tretboot war. Es war ein Tretboot, ja. Wer die Posts verfolgt hat, hat auch gesehen, wie wir wieder eingelaufen sind im Hafen von Hip-Hop untermalt. Ach, herrlich. Ja. Und dann haben wir eigentlich den restlichen Tag, bis wir dann irgendwann nachts um 1 dran waren, in einem circa, 4-5 Quadratmeter großen Backstage-Raum zugebracht haben. Ja. Und da haben wir den ganzen Tag drin gesessen, haben gequatscht, haben ein paar Bier getrunken und so. Das war eigentlich echt schön, fand ich. Ja, auf jeden Fall. Also, um euch war schön, ein bisschen, aber nicht schön. Doch, war schön. Fand ich sehr schön. Ja. Man ist mal ins Gespräch gekommen. Ja? Das stimmt, ja. Mhm. Das stimmt. Ja. Also es war trotzdem ganz schön lang, muss ich so sagen. Ja, aber, es hätte auch um 10 schon sein können, dass wir spielen mussten. Ja, aber es hätte auch wirklich schlimmer sein können. Ja. Also. Schön war dann aber, wenn dann einer zwischendurch gesagt hat, so, nur noch 5 Stunden. Das stimmt, ja. Den Gag haben wir leider abwechselnd sehr häufig gebracht, um uns ein bisschen aufzumuntern. Aber was ich jetzt wirklich mal sagen muss, ich hätte ja nicht damit gerechnet, dass das noch so voll ist, wenn wir spielen. Also das ist, weil so bei der letzten Band ist ja meistens immer so, ne, da sind ja dann die meisten, gehen ja dann irgendwie oft, also kenne ich zumindest so und und ich dachte so, um Gottes Willen, und vor allen Dingen, ich meine, von, weiß ich nicht, 1.15 Uhr bis 2.05 Uhr oder was wir dran waren, andersrum, das war echt toll, also das war wirklich eine Hammerstimmung, muss ich sagen. Auf jeden Fall, war mega. Krasses Publikum. Also, und die hatten alle noch was gekommen und das war sofort geil. Hm. Ich wollte gerade sagen, ich hätte auch nicht damit gerechnet, mal so ganz eigenlobmäßig, dass wir noch so fit sind, ehrlich gesagt. Nachdem wir da irgendwie Stunden nur gesessen haben, solange bis einem alle Körperteile wehgetan haben. Also man weiß es schon irgendwie mal ein bisschen, aber ist dann doch immer auch leicht überrascht. Also da ist man der Profi. Ja, ja, nee, Kluppe. Eine hochgezüchtete Maschine. Nee, aber ich glaube jetzt mal im Ernst, das Adrenalin, was du da hast, ich glaube, das, egal um wie viel Uhr du dran bist, das geht immer irgendwie, das würde wahrscheinlich um 4 Uhr morgens gehen oder so. Also. Wollen wir es nicht beschreiben. Ich möchte es nicht herausfinden. Das andere Extrem sehen wir ja dann demnächst. Stimmt. Bis zur morgendlicher Stunde. Stimmt. Das wird richtig schräg. Genau, da spielen wir 14 Uhr oder irgend sowas und haben um 9 Soundcheck. Ja. Irgend sowas, ne? Also ich weiß nicht so genau, wann wir spielen, aber auf jeden Fall und rechne mal die Schiff sein. Also, rechne mal die Zahl zurück. Um 9 Soundcheck, um 8 Boarding, aufstehen. Ja, genau. 6.30 Uhr, 7 Uhr. Das wird crazy. In Köln übrigens, falls ihr das nicht wisst, da draußen. Wer Musiker, haben sie gesagt. Hast du das immer schön und kannst ausschlafen. Ja. Also echt, wie oft ich durch die Bands früh raus musste, das ist wirklich krasser als im normalen Leben. Ja. Aber wir spielen auf einem Schiff, was auf dem Rhein auf- und abfährt. Also auch das könnte schlimmer sein am Ende. Auf jeden Fall. Ja, vor allem haben wir ja direkt sogar Aufenthalt und können von Bord gehen und uns da Zeug angucken. Da freue ich mich schon drauf. Genau, hoffentlich spielt das Wetter mit. Ja, das hoffen wir mal. Genau. Ja. Und ich weiß auch nicht, also ich weiß noch gar nicht genau, wie lange wir da spielen, ob wir da schon ein neues Lied spielen können und so weiter und so fort. Aber da wir ja quasi auf der Hinfahrt Headliner sind, werden wir wohl mehr als eine halbe Stunde spielen Headliner. Können. Ja. Genau. Der erste Headliner, genau. Der muss einfach so. Genau, der Hin-Headliner. Der Hin-Headliner. Der Hinliner. Der Hinliner, genau. Der Hinliner und Blutengel sind dann der Rückliner. Genau. Der Backliner. Okay, dann haben wir es doch. Okay. Backliner. Das hören sie bestimmt sehr gerne. Ja, ich glaube auch. Sag Chris. Hallo Chris. Können wir gleich so begrüßen. Hey Chris, alter Backliner. Genau. Nee, ich bin wirklich mal gespannt, wie das so wird irgendwie, aber mein Gott. Also wie das Publikum da drauf ist, 14 Uhr, oder? Mhm. Da hat ja noch gar niemand einen Tee, mutmaßlich. Na klar, ich meine, die Leute haben frei, die Leute fahren auf dem Dampfer, na klar haben die alle einen Tee. Stimmt, du hast recht. Die kommen an Bord und nehmen erstmal ein kleines Proseccochen schön. Meinst du? Oder eine kleine Bloody Mary zum Frühstück. Mhm. Die Leute sind da nicht angespannt und kommen gerade von der Arbeit. Ja. Außer dem Kapitän. Außer der Kapitän, ja. Und selbst der. Ja. Okay, na dein Wort. Früher gab es wirklich mal auf dem Wasser keine Promillegrenze. Also inzwischen schon, aber das muss man sich mal vorstellen. Die konnten voll straff. Ja, ist ja genug Platz. Nur, naja, auf dem Rhein. Stimmt, ja. nur deswegen hat ja Kolumbus Amerika entdeckt. Ja. Ach, Mensch, was will ich als Themen abarbeiten? Einfach ein Auge zugehalten und einfach direkt dran vorbei gesemmelt. Halt drauf zu, Jura.
Müssen wir noch was zu Zürich sagen oder sind wir durch? Wir sind jetzt hier so völlig abgeschwitzt. Also vor allen Dingen die Isa hat uns geschrieben dazu. Also wir haben ganz, ganz viele nette Mails zum Schwarzen Ball bekommen, zu unserem Auftritt da. Stimmt. Und die Isa hat ganz explizit unseren tollen Sound gelobt. Und zwar gerade, weil das bei den anderen Bands nicht so gut klang größtenteils. Ja, guck mal. Und das liegt natürlich an unserer Alba, die wir dabei hatten. Jeher. Ja. Und so, sehr schön. Wir haben noch Fragen zu Zürich bekommen, und zwar von der Nina, der André, da jetzt. Du hattest ja besonders Spaß dran, die Bühne mit dem Bass voll auszunutzen. So gab es über den Rand der Bühne hinaus. Stimmt, du warst da immer mal irgendwie unten. Na, da waren Treppen, also ja, Stufen vorne hin, so, da kann ich doch nicht widerstehen. Da gab es die Showtreppe runter in Foto gesagt. Ja, die Dieter-Thomas-Heck-Showtreppe. Genau. Da bin ich ja der Letzte, der da nicht widersteht. Also, natürlich. Der da widerstehen kann. Aber ich stehe da auch drauf, wenn man so ein bisschen näher an die Leute rankommt und so ein bisschen hingehen kann. Ich mag das einfach irgendwie. Ja. Jedenfalls fragt sie dich, warum du da irgendwie bei dem einen Stück ein paar Töne länger gespielt hast, als das Lied. Ja, Nina, ich muss dir ja sagen, ich komme zwar jetzt gerade nicht drauf, welchen Song du meinst, aber ich weiß, da hinten, nachdem Jeans seinen Abschlag gemacht hat, spiele ich immer noch eine Sequenz weiter. Ja, ich bin gleich wieder hier, meine Nachbarin holt gerade ein Paket ab. Ne? Ja. Jetzt sind wir weiter. Bis rechts. Schönen Gruß. Ja. Aber das mag ich bei dem Song immer. Wisst ihr, ob du das schon mal bemerkt hast, aber ich bin da meistens am meinten dran. Ja. Ja. wo ich immer nicht so nur weh ist, also auf der einen Seite ist natürlich schön, dass das nach live klingt irgendwie und so, aber ich weiß immer nicht, ob das vielleicht so auf irgendwelche Leute so wirkt, als ob du einfach das Ende versemmelst, aber. Also, um ehrlich zu sein, mag ich es wirklich, um das wirklich mal gehört wird, okay, der Bass ist auch wirklich live. Ja, der ist auch ja öfter mal, der so an. Nee. Und selbst wenn ich das Ende verpasst hätte, das würde ich ja auch zugeben. Das passiert halt mal. Naja, klar. Ja. Genau. Ich mache das übrigens immer, wenn ich länger oder kürzer spiele oder komische Sachen mache, mache ich das auch genau aus dem gleichen Grund. Ja. Und guckst vorwurfsvoll kopfschüttelnd zu uns. Genau. Wenn man das so macht. Mann, schon wieder. Ja. Wir haben das so oft gespielt. Und genau. Ja. 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 Ja, apropos übrigens, ganz kurz bevor du weitermachst, es waren einige Shadowplayer da und bekannte Gesichter. Richtig. Also Respekt und cool. Ja. Und auch einige, die diesmal nicht so weit anreisen mussten. Ganz genau. Auch cool, freut man sich ja mal. Die Annie Bertram war auch da, unsere Fotografin. Und die hat wieder schöne Bilder gemacht. Ich habe die schon gesehen, die sind sehr, sehr schön geworden. Wieder. Ah. Ja, genau. Da sieht man nämlich gleich mal den neuen Bühnenaufbau, den wir da haben. Und das sieht sehr gut aus. Und ich habe das auch schon im Übrigen so geklärt, dass wir das auf der Tour auch so machen. Finde ich auch gut, ja. Finde ich auch gut. Genau. Jeans in der Mitte auf seinem hohen Ross und wir zu seinen Füßen. Genau. Im Staub vorne. Genau. Schuhe leckend. Nee, das finde ich aber gut, weil es sieht einfach symmetrisch aus. Ja. Was hast du gedacht, als du André so gesehen hast, fragt Nina weiter. Zu deinen Füßen. Ja. Nee, ich glaube, sie meint da unten in dem. Ich fand's lustig. Ich finde es ja immer lustig. Also logisch. Ich bin immer nur zufrieden, wenn er nicht irgendwo drauf rumturnt, wo No draufsteht. Wo groß No draufsteht. Genau. Oder ja, genau. Und aus seiner Sicht heißt es dann immer On. Insofern bin ich immer froh, wenn das alle Duty geht, aber an sich finde ich das immer super, wenn er sowas macht. Klar. Selbst wenn wir jetzt vornehmen würde, das nicht zu machen, es würde ja trotzdem passieren. Das wissen wir ja alle. Das wissen wir alle, ja, genau. Und jeder weiß es. Wenn es so mit mir durchgeht. Ja. Dann fragt sie noch dich, wie dein Blick so war, Jeans, von der Bühne, von deinem hohen Podest quasi aus. Na, das Blöde ist, ich gucke ja immer so ein bisschen seitlich. Das heißt, wenn ich mittig stehe, sehe ich immer nur. Von mir aus gesehen, links ist irgend so eine Ecke. Ich muss mir mal angewöhnen, meinen Kopf gerade zu machen, glaube ich. Dann kriege ich auch wieder mehr mit, oder wenn ich mal mittig sitze. Dann kommst du nicht an die Hi-Hat mehr ran, so gut war. Ist auch blöd. Wahrscheinlich, ja. Das ist, wenn man sich das einmal so angewöhnt hat, so komische Eigenarten. Mhm. Von daher, aber ich kriege ja eh immer nicht so viel mit. Und nun war das auch das erste Konzert seit längerem mal wieder. Mhm. Da war ich tatsächlich, gebe ich zu, ein bisschen nervöser als sonst. Na klar. Und auch einen neuen Song dabei, auch wenn wir den schon ein paar Mal gespielt haben, so richtig fest ist er ja aber noch nicht. Aber es ist ja jetzt trotzdem auch das erste Mal die wirklich finale Version gewesen, die wir da gespielt haben. Vorher war das ja immer so Demo
Versionen irgendwie mal oder weniger. Und ich muss mal sagen, der kam ja richtig gut, oder? Das hat ja mal richtig gefetzt irgendwie. Da haben schon einige das Video gesehen wahrscheinlich. Auf jeden Fall, ja. Ja, das war cool. Das hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Sag mal, Jeans, kriegst du das mit, ob uns beiden vorne jetzt ein Konzert mehr Spaß macht oder weniger? Oder ist das, hast du da ja nicht so einen Blick für? Na, Spaß würde ich nicht sagen, aber bei dir kriegt man schon mit, wenn du manchmal ein bisschen mit der Power zu kämpfen hast, sag ja, ich mal. Naja, aber das kriegt so ja nicht nur ich mit, das kriegen ja auch die Leute vorne mit. Ja, 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 gibt so Tage, da kommst du auf die Bühne, fängst an und merkst, irgendwie ist halt irgendwie der Wurm drin. Also da ist irgendwie die Kraft nicht da oder die Kondition und so. Stimmt. Ja, ist ja, aber das ist bei mir ja genauso. Also, ja. Das ist ja ganz normal. Also, aber sonst, nee. Also, weiß nicht. Also, Sven kann das, glaube ich, immer gut kaschieren, wenn er wirklich mal irgendwie einen Downer hat. Ja, aber nee. Ich glaube, das passiert bei mir eigentlich ganz selten. Also, ich habe manchmal natürlich auch so Tage, wo ich finde, dass ich halt nicht besonders gut singe und so. Also, das gibt es ja immer irgendwie mal so zwischendurch. Und das ist aber, ja, das passiert halt mal. Aber ansonsten, weiß ich nicht. Ich glaube, so ansonsten geht das eigentlich schon immer halbwegs. Ja, also mich macht so, weil mich zieht immer so weit eher runter, wenn ich irgendwie die Töne nicht so richtig treffe an dem Tag oder wenn ich mich so blöde höre, dass ich das irgendwie nicht richtig hinkriege, so nicht so gut wie könnte irgendwie, aber passiert relativ selten, glaube ich. Oder ich höre dann halt einfach nicht. Naja. Kathleen hatte noch geschrieben, das, was wir da alles aufgezählt haben, die ganzen Osterbräuche in Zürich, das sind ja nicht alles Osterbräuche. Nur das Svenskerle, das findet am Ostermontag statt. Ansonsten alles andere sind einfach nur lustige Züricher Bräuche. Ah, das haben wir völlig missverstanden. Ja, ich dachte tatsächlich nämlich, oh Mann, das ist aber eine Menge, was die da abarbeiten müssen. Auf jeden Fall, ja, ist krass. Und die machen sich halt das ganze Jahr über schön. Ja, genau. Ja, Züricher. Auch schön. Mhm. Wolf fragt, ob wir schon mal in Münster aufgetreten sind. Nee. Und gibt Sven ein paar DJ-Tipps. Genau, und zwar sollst du dein Set selbst zusammenstellen und dich aufs Auflegen vorbereiten, steht da. Das steht da gar nicht. Doch. Nicht immer uns das machen lassen. Nee, also erstmal Münster, also ich bin noch nie in Münster aufgetreten. Du bestimmt, sind oder? Sind wir nicht mit Shadow mal in Münster aufgetreten? Ich bin schon, ich glaube sogar in der Sputnik-Halle, die er, glaube ich, erwähnt hat. Okay. Und dann gibt's da irgendwas, ich glaube, nach irgendeiner Waffe benannt, AK-44, AK-47? AK-47 gibt's auf jeden Fall als Waffe, glaube ich, ja. Ja, das ist die Kalaschnikow. Uh-huh. Und dann, warte mal, nee, Triptychon, ich verwechsel das alles. Triptychon gibt's, glaube ich, in Münster. Also ich war auf jeden Fall schon mal in einem ganz kleinen Laden und in einem etwas größeren Laden und in einem etwas größeren schon zweimal sogar. Okay. Da gibt's so ein kleines Mini-Festival, das ist ganz nett, aber natürlich komme ich auch nicht auf den Namen. Okay. Scheiße. Naja. Also ich war schon in Münster, genau. Ja, krass. Nee, ich war nett? Noch nie, also noch nie musikmäßig in Münster, ja. Okay, und natürlich stellt Wolf eine Frage an dich, und zwar möchte er gerne einen Tipp, wie du deine Sets zusammenstellst, beziehungsweise du dich aufs Auflegen vorbereitest. Das mache ich eigentlich ja nicht. Also ich habe natürlich immer so ein paar Songs, die ich sehr gerne auflege und die ich immer sehr gerne auch laut höre und so. Und dann eigentlich gucke ich immer, weiß ich nicht, ich mache immer am Anfang ein paar Sachen, die nicht so wirklich schief gehen können. Und dann gucke ich mal, worauf die Leute mehr reagieren und dann richtig mich danach. Also ich bin nicht so jemand, der irgendwie da unbedingt seinen Stiefel durchziehen muss irgendwie, sondern ich will halt vorrangig den Leuten eine gute Zeit machen irgendwie, dass die irgendwie Spaß haben und dass die viel tanzen können und die Musik hören, die sie hören wollen. Und und ja, keine Ahnung, ich hab halt eine riesen Bibliothek von Songs irgendwie auf meinem Rechner dabei immer und dann gucke ich halt, was gut funktioniert und also ich mach das nicht vorher in irgendeiner Form. Also ich kicke halt irgendwie immer, was an dem speziellen Abend gerade funktioniert. So. Und legst du eigentlich auch Solarfake von dir aus auf? Nee. Oder nee. Nur, wenn es dir wünscht ist? Das mache ich eigentlich grundlegend nicht, da ich ja aber auch kein eigentlicher DJ bin, sondern immer mit Leuten zusammen auflege und sich die Leute dann, wenn die sich dann Solarfake wünschen, dann bitte ich immer den Resident-DJ das zu machen, irgendwie, weil ich finde das komisch, wenn jemand sich selber auflegt irgendwie. Das mag ich auch so bei anderen DJs. So von Bands nicht so sehr. Das wirkt immer so aufdringlich irgendwie. Wen meinst du denn da? Wüsste ich jetzt gar nicht, wer das... Ja. So, dann haben wir auch schon die... Ja, genau. Und er fragt noch, ob ich einen Tipp habe, wie man in den einschlägigen Clubs mal einen Fuß in die Tür bekommen kann, als DJ sozusagen da mal zu machen. Geld.
Geld zahlen. Geld geht immer? Ich weiß nicht, ich würde einfach fragen, irgendwie, ob man mal einen Slot machen kann. Wahrscheinlich einfach erstmal vor allen Dingen auch kein Geld verlangen dafür, sondern erstmal zeigen, dass man es kann. Und dann mal gucken, ob man vielleicht mal irgendwo so ein Stündchen mal machen kann oder so. Vielleicht erstmal so ganz am Anfang oder ganz am Ende oder irgendwie so. Also, wo es halt auch noch nicht so doll drauf ankommt und so. Stichwort ist hier ehrenamtlich. Ich glaube ja. Also, ich glaube, so würde, also gerade wenn man jetzt keinen Namen hat, dann würde ich das, glaube ich, so probieren. Na klar. Irgendwie. Und wenn dann gemerkt wird, dass die Leute irgendwie das mögen, was du machst und die genau. tanzen und gute Zeit haben, dann wirst du, glaube ich, von Hans Alene auch wieder gebucht. Ich denke auch, ja, genau. Oder ich meine, das ist ja auch häufig mal so, dass ich meine, das kann ja selten mal ein DJ den ganzen Abend machen irgendwie. Also das machen ja immer mehrere Leute zusammen. Und sich da mal so einen Slot zu greifen, das, ich glaube, das geht bestimmt. Vielleicht mal einfach in einem kleinen Club mal anfragen. In Münster käme ich jetzt wirklich nie aus irgendwie, aber naja, da gibt es bestimmt irgendwo was in der Nähe. Sag mal, kurze Zwischenfrage. Jeans, bist du noch da? Ich bin noch da. Ah, okay. Ja. Nicht, dass wir hier quatschen und du bist irgendwie... Ich wollte euren Flow hier nicht unterbrechen. Ja. Ich habe ja auch vom DJing keine Ahnung, von daher, was soll ich da sagen? Ich auch nicht, aber ich trotzdem mit. Ich mach's trotzdem. Ja, aber du hast einen Namen, das reicht schon. Ja. Um trotzdem gebucht zu werden, ist ja das Schöne. Das ist geil. Jetzt beim nächsten Amphi-Festival bin ich wieder am Start im Übrigen. Ja. Oh, bei Amphi-Festival fällt mir gerade ein, gestern wurde angekündigt, also gestern aus unserer heutigen Sicht sozusagen, aus Podcast-Sichten vor ein paar Tagen, das E-Tropolis nächstes Jahr. Da sind wir nämlich mit dabei. Leute. Ja, ha. Guck doch mal rein, wer der Headliner ist. Ja. Also, noch stehen wir ganz oben. Noch stehen wir ganz oben, genau. Also wir werden, bis zur nächsten Ankündigung. Genau, wir werden nicht da ganz oben bleiben, aber so weit runterrutschen wir nicht. So viel ja, wir speichern uns das Bild jetzt einfach ab und genau. posten das überall. Mach überall einen Gegenpost. Genau. Ja. Ja, sehr schön. Nächstes Jahr im März, 22. März. So sieht's aus. Wolf hat auch noch die Frage gestellt, weil er auf dem WGT ist. Und er fragt dich, Jeans, weil du dich ja da auskennst, wo man in Konnewitz gut vegetarisch essen gehen kann. Ja. Also vegetarisch geht wahrscheinlich oder? Fast überall, glaube ich. Ja. So vegan ist jetzt natürlich dann immer so ein Ding noch on top, aber ich meine, schadet ja nicht. Also was ziemlich abgefahren ist, ist das Zest, auch ziemlich bekannt auf der Bornaschen Straße. Da gibt es eher so feine Küche. Was heißt denn feine Küche? Was ist denn das? Abgefahrenes Zeug, so krasses Zeug einfach. Also sind das so Geschmacksschaum oder was? Oder? Naja, so wenn du dir vorstellst, wie sich ein Banker vorstellt, wie man fein essen geht bei einem Franzosen ach oder so. Weißt du? Mit Messer und Gabel. Mit Messer und Gabel. So Zeug. Ganz vornehm. Okay. Also ja. Da gibt es halt nicht nur Kartoffelpüree, sondern das heißt dann irgendwie bla 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 bla, ist mit so und so und so, wovon du noch nie gehört hast. Kartoffelschaum an Sellerie-Kroketten und naturbelassenem Orangenmus. Irgend sowas, genau. Und sieht dann aus, als hätte das ein Kunstwerk irgendwie eine halbe Stunde angerichtet. Okay. Also das da muss man schon einmal gewesen sein, finde ich. Das ist schon geil. Ist halt sehr klein, man muss ein bisschen Glück haben. Ansonsten gibt es wirklich gutes Fastfood einfach. Es gibt das Deli, da gibt es so geile Burger und Bowls und so ein Zeug und Sandwiches. Das Atacolips finde ich immer richtig geil. Da gibt es veganes Tex-Mex. Oh, okay. Da muss ich mal hin. Da müssen wir unbedingt mal hin. Das ist richtig, richtig geil. Na. Und ja, es gibt noch auf der Karl-Liebknecht-Straße ziemlich coole Asiaden, die machen, auch wenn es jetzt einfach nur vegetarisch sein soll, das ist richtig gut. Also eigentlich oh, da war ich mal echt in Köln. Da war ich, glaube ich, auch mal in einem Pub irgendwie, in einem Irish Pub oder so, wo es auch wahnsinnig geilen veganen Burger gab und so, glaube ich, in der Karl-Liebknecht-Straße. Ja, stimmt. Ich habe doch die Burgerbude, habe ich ja letztens empfohlen, die ist aber in der Stadt, komme ich gerade nicht auf den Namen, wieder vergessen. Ich gucke mal, ob ich noch irgendwie schnell rausfinde, wie dieser... Ach ja, die hieß, da war ich nämlich erst, da war richtig geil. Ach, ich kann dich nicht aussprechen, scheiße. Sag nur die Adresse. Dann. Warte, ich sag die Adresse, das ist die Karl-Liebknecht-Straße 114. Schau an, genau. Guck. Genau. Bevor ich mich ja völlig blamier. Also wirklich alles so auf der Karl-Liebknecht-Straße, die Straße musst du dir merken, da gibt es überall Köstliches zu essen und zu trinken. Mhm. Genau. Cool. Und das, was ich gerade noch gesagt habe. Ja. Genau. Zum Beispiel. Und er fragt noch, ob wir auch auf dem WGT sind dieses Jahr. Also ich meine, so unterwegs als Zuschauer, Zuhörer oder so. Ja. Also ich nicht, ich bin nicht da. Ich bin dieses Jahr auch mal nicht da. Ja. Ich spiele, glaube ich, Freitag, Samstag auch mit Fliehende Stürme. Ah. Und, Freitag und Samstag oder Freitag oder Samstag?
Freitag und Samstag. Echt? Ihr spielt zweimal? Mensch. Nee, nicht auf dem WGT. Ach so. Deswegen bin ich nicht da. Ach so, oder? Ah, okay. Genau, ich spiele mit Fliehende Stürme woanders. Deswegen bin ich Freitag und Samstag definitiv nicht in Leipzig. Okay. Und vielleicht, wenn es sich irgendwie ergibt, die anderen Tage. Aber bis jetzt habe ich da keine konkreten Pläne. Okay. Genau. Na, stimmt, kann man missverstehen. Nee. Ja. Nee, ich spiele woanders. So, was machen wir jetzt noch? Müssen wir noch irgendwas eigentlich verkünden oder so, bevor wir hier so uns festquatschen? Ich weiß gerade ja nicht so genau. Ich habe gerade irgendwie gehen. Ach doch, genau. Heute, wenn der Podcast rauskommt, also jetzt der Podcast heute, haben wir unsere vom Video die Behind the Scenes kommen auch raus, quasi. Ach echt, da bin ich ja selber gespannt drauf. Ja, die sind dann quasi. Die haben wir doch gesehen. Warst du da nicht dabei, als die Sven uns gezeigt hat? Doch, doch. Das war doch am Frühstückstisch. Hat sich schon Prosecco getrunken. Da hat man dann schon Prosecco getrunken. Ah. Also, die will ich mir noch mal in Ruhe angucken. Ja. Logisch. Genau, also die kommen auch heute sozusagen. Also schaut auf unserem YouTube-Kanal ruhig mal nach. Irgendwie, da gibt's das alle. Und vor allen Dingen auch, weil man versteht es manchmal ein bisschen schlecht. Wir haben auf jeden Fall auch Untertitel in Deutsch und Englisch irgendwie. Also auch in Deutsch. Genau, sozusagen. Jeans wurde untertitelt. Ja, genau. der Quotensachse in der Band. Musste leider untertitelt werden. Genau, das ist so wie wenn man im Fernsehen irgendwas von Schweizer Leuten sieht, irgendwie, die werden auch immer untertitelt irgendwie. Wenn ja, genau. Ja, selbst so. Wenn sie perfektes Hochdeutsch sprechen. Genau. Hochdeutsch und Englisch. Aus reiner Schikane wird das gemacht. Übrigens, Spoiler, eins kann ich verraten, das Vinyl wird rechtzeitig da sein. So ja, genau. Das stimmt. Genau. Weil alle 1500 Testpressungen sind, oder wie viele sind schon ausgeliefert. Wurden schon ausgeliefert, eingeschweißt mit Cover. Genau. Ja. Sieht sehr hübsch aus. Hast du schon mal reingehört irgendwie? Hast du schon mal reingeschaut wenigstens? Nee, leider noch nicht. Nee. Leider noch nicht. Nee. Aber ja. Stimmt. Ja. Mach ich bald. Jetzt ja. Ist aber auch zu spät zu meckern. Das dachte ich mir dann auch ein bisschen, ja. Nee, aber. Genau. Ja, nee, also die sind auf jeden Fall fertig. Genau. Ich glaube, jetzt demnächst ist dann auch nur, sind die CDs dann auch fertig irgendwie. Die gehen jetzt quasi dann auch bald raus an die ganzen Läden und so. Ja. Cool. Ja. Dauert nicht mehr lang, Leute. Nein. Also schon, aber jetzt nicht mehr so elendig lang. Ja. Vor einem Jahr ungefähr haben wir angefangen, über Release-Daten zu spekulieren, oder? Genau. Ja. So ungefähr. Genau. Da hieß es dann immer erst Juni, dann September. Sehr lange hieß es September. Komisch eigentlich, oder? Wer den Leuten den Floh ins Ohr gesetzt hat, ja, das möchte ich mal wissen. Darauf gekommen ist. Ja, irre. Ne? Machen wir noch hier die Fragen von Laura oder machen wir jetzt mit dem anderen? Na, dann hätten wir das weg, oder? Dann wäre. Also, Sven, Laura fragt dich, du hast ja auf dem Album Enjoy Dystopia Join Me in Death von Him gecovert. Ja. Frage A. Wie kamst du dazu, dieses Lied zu covern? Was fällt dir ein? Ja. Das ist einfach, weil es eine Frechheit ist. Deswegen dachte ich mir, kann man mal machen. Nee, ich finde das ein schönes Lied. Also ich finde das ein super Lied und das dachte ich, das hat mal eine elektronische Version verdient. So, das dachte ich mir so. Ja. Und zum Glück Wille das auch nicht scheiße. Also insofern ist das alles cool gewesen. Ja, so einfach ist es manchmal. Und wie entscheidest du dich, welche Lieder du covern willst, beziehungsweise auf dem Album kommen oder nicht? Ich glaube, das hatten wir auch schon mal in einer früheren Episode gehabt. Liegt einfach daran, weiß ich nicht, manchmal höre ich ein Lied und dann habe ich Lust, das zu machen. Und dann probiere ich das und wenn es klappt, dann ist das, dann versuche ich es halt, dann mache ich erstmal ein Demo. Und dann schicke ich die Demo an den Rechteinhaber sozusagen, also an den Urheber oder an den Verlag, der das verlegt quasi. Und dann kriege ich halt entweder die Genehmigung dafür oder halt nicht. Und ja, das ist es eigentlich. Aber sag mal, jetzt mal eine Fachfrage. Wenn du jetzt dich entschließt, eine Coverversion zu machen und die wirklich 1:1 zu covern, darfst du die dann veröffentlichen ohne das Einverständnis oder musst du in jedem Fall das Einverständnis haben? Also in Deutschland gibt es so eine Sonderregelung, dass du eine 1:1 Coverversion veröffentlichen darfst. Das ist natürlich allerdings schwierig, wenn du das auch irgendwie im Internet veröffentlichst, ne? Weil dann ist es nicht mehr nur in Deutschland. Also das heißt, wenn wir jetzt, sagen wir mal, wenn wir jetzt live was spielen, dann ist das okay irgendwie. Aber sobald es quasi von uns irgendwo veröffentlicht wird, wo es halt nicht nur auf Deutschland begrenzt ist, dann hast du halt schon eventuell ein rechtliches Problem. Hm. Und grundlegend finde ich es immer besser, dass der Rechteinhaber einverstanden ist damit, weil
Das ist immer, also ich finde es blöd, wenn die dann irgendwie sagen, das finde ich jetzt aber blöd. Also das gefällt mir aber nicht und irgendwie, das will ich dann auch irgendwie nicht. Deswegen möchte Außer man weiß, dass seine eigene Version deutlich besser ist als die, die im Original veröffentlicht wurde. Naja. ich finde es immer besser, wenn alle irgendwie damit zufrieden sind irgendwie. Ansonsten. Es hat ja auch ein bisschen was von so einem kleinen Ritterschlag, wenn man dann vom. Ja. Genau. Vom Originalkünstler die Absegnung bekommt. Ja, genau. Also ich hab das, glaube ich, auch schon mal gesagt, irgendwie damals, als wir Westbam gecovert haben, das fand ich halt wirklich krass, dass das Westbam da selber geschrieben hat und auch der andere, der das Lied noch mitgeschrieben hat, die haben sich wirklich persönlich dann gemeldet und das fand ich wirklich, wirklich krass. Also das ist toll. Ja. Ansonsten hast du halt mehr mit den Verlagen zu tun, aber das ist auch in Ordnung, finde ich. Ja. Gut. Noch eine Fachfrage. Jeans. Bist du als Schlagzeuger schon mal aus dem Takt gekommen? Und wie kamst du wieder rein? Nein, niemals. Und deswegen weiß ich nicht, was man da machen muss, wenn man aus dem Takt kommt. Das wäre aber auch was gibt's denn da zu lachen? Aber es gibt so Schlagzeuger. Also ich habe auch schon Schlagzeuger gesehen, die schon öfter mal aus dem Takt gekommen sind. Deswegen habe ich gerade gelacht. Ich habe da so ein Video vor mir. Da hat ein Schlagzeuger einen Break versemmelt und ist auf der falschen Zählzeit gelandet und hat ab diesem Punkt straight sein Thema weitergespielt, obwohl die Band schon ein Stück voraus war. Ja. Also natürlich bin ich auch schon aus dem Takt gekommen, das war jetzt ein Witz. So. aber am schwierigsten ist es tatsächlich, wenn mir der Computer da ein Schnippchen schlägt und der Meinung ist, irgendwie mal kurz zu hängen. Genau. Das ist nicht so einfach. Und ansonsten. Aber da muss ich ja mal sagen, Jeans, der Computer ist ja, wenn der mal hängt oder springt, weil es auf der Bühne eine große Erschütterung gibt oder so, keine Ahnung, weil irgendjemand Office stampft hat und der Computer ein bisschen in den Sprung ist. Du hast es irgendwie so drauf, dann so kurz auszusetzen und so nonchalant wieder auf die nächste Eins zu kommen. Also man merkt es bei dir eigentlich aber kaum. Ja. Aber kann ich sagen, im Moment denke ich mir, Alter, was ist denn hier los? Ja, rechnet man ja nicht damit. Ich auch, weil ich höre ja dann auch den Klick auch, den du hörst. Und ich höre dann auch, wenn das nicht so richtig, wenn da irgendwas hängt. Also fies sind je langsamer die Lieder sind. Ne? Bei Invisible zum Beispiel ist es extrem krass. Also wenn da irgendwie... bei schnellen, weil du halt schneller auch wieder weißt, wo du bist, genau. Aber bei so einem kurzen weißt du gar nicht, das ist echt schräg. Ansonsten ist eher so, dass so klassische Verspieler halt, ist, wenn irgendwie Fuß und Hände nicht das machen, was der Kopf den gerade befohlen hat. So, das ist halt manchmal ein bisschen doof. Und ansonsten wirklich, was der Klassiker ist, tatsächlich, das klingt jetzt wie eine Ausrede, aber am meisten verspiele ich mich doch, wenn ich irgendwo mal hängen bleibe oder mir das Stick aus der Hand rutscht oder so. Also das sind dann wirklich eher so motorische Sachen. Mhm. Da bist du natürlich auch aufgeschmissen. Das ist irgendwie ganz, das ist dann halt blöd. Ja. Aber ich meine, das ist halt live. Da passiert sowas. Na. Genau. Natürlich. Genau. An alle, ihr fahrt ja in die Schweiz. Nee, wir waren schon in der Schweiz, Laura. Du bist nicht informiert. Ich glaube, das ist eine ältere Frage. Ah, okay. Könnte an uns liegen, meinst du? Das wird an uns liegen, ja. Ich fürchte. Aha. Ja. Genau. Ob wir eine Affinität zu dem Land haben, fragt sie, und ob wir Sehenswürdigkeiten und Orte empfehlen können. Ja, ihr könnt jetzt den Zürichsee empfehlen, oder? Den würde ich sehr empfehlen, weil auch drumherum ist es sehr schön. Die ganzen Seen sind geil in der Schweiz, die ich bisher gesehen habe zumindest. Und ich denke mal davon aus, dass das für alle, auf alle zutrifft. Ja. Also was ich tatsächlich cool finde, mein Bruder lebt ja in der Schweiz, deswegen war ich schon ein paar Mal da. Und was ich immer wieder faszinierend finde, wenn du durch den Gotthard fährst. Der Bruder, der kommen wollte, dann aber doch nicht gekommen ist, weil er lieber gegrillt hat. Also, ja, so ist er. Genau der. Und auf jeden Fall bin ich mit ihm durch den Berg ins Tessin gefahren. Und das war total krass. Da fährst du einmal durch die Alpen und bist in einer anderen Welt. Anderes Klima, andere Sprache. Ja. Anderes Essen, das ist total schräg und es ist immer noch das gleiche Land. Also das finde ich irgendwie in der Schweiz völlig faszinierend. Irgendwie. Das ist schon cool. Ja, ist krass. Aber ansonsten taufen wir, glaube ich, nicht, um hier Tipps für Reisen zu geben, oder? Kennt sich jemand von euch so gut aus? Nicht wirklich. Nee, überhaupt nicht. Nicht wirklich. Also ich bin da größtenteils entweder zum Spielen, und das war jetzt so in unserer Konstellation das erste Mal, dass wir überhaupt in Zürich gespielt haben. Ansonsten ja immer eher in Aargau. In Aarau, stimmt, Entschuldigung, eben Aargau zwar, aber in Aarau. Ja, genau. Und da kommt man eher immer so in Basel oder in Zürich mit dem Flugzeug oder mit der Bahn oder was an. Aber ja,
Aber trotzdem, also ich finde das alles nett und das sind tolle Leute irgendwie so. Das sind irgendwie die. Ja, die Reihe, das ist ja so eine Reihe, ne? Die scheint wirklich cool zu, also ist auf jeden Fall cool Ja. und scheint auch ihre Anhänger und Ja. Wiederholungstäter zu haben. Ne? Genau. Das Ja. ist echt cool. Man muss auch sagen, sie haben sich bei der Ausstattung des Saales und des ganzen Drumherums echt viel Mühe gegeben. Unfassbar, Also, oder? Was die aus ja. so einer lehmen irgendwie Multifunktionshalle gemacht haben, im Hat da so ein Dunkeln, roter total Teppich cool. am Eingang und so, weil Ja, echt genau. cool. Mit Kerzen Also und allem tagsüber Scheiß. sah das noch nicht so aus, als wir da rein sind. Da Nee. dachte ich mir, na. Und abends Ja. sah es echt aus wie Ball. Genau. Genau. Ja, die haben ja auch da oben, ich weiß gar nicht, aber das ist wahrscheinlich auch nur Deko gewesen, weil irgendwie die Fenster da oben Ja, so das sah aber richtig gotisch cool und aus, so ja. gemacht. Also es sah schon krass aus, ja. Haben die toll gemacht. Ja. Ja, genau. Naja, dann würde ich mal sagen, machen wir noch eine Runde oder so was, wa? Was meint Ja, na ihr? Welche klar. machen wir denn? Haben wir das letzte Mal nicht geschafft. Ja. Ihr dürft aussuchen. Echt? Ja. Okay, komm, wollen wir heute von Alexandra die Vogtländische Runde machen? Können wir Wir haben machen, ja noch ein ja. bisschen Zeit jetzt. So. Dann fangen wir doch mal an. Beschnitz. Das erste Wort. Ja. Vogtländisch. Vogtländisch ist so Plauen, wa? Plauen die Ecke. Kenne Reichenbach. ich mich gar nicht aus, muss ich sagen. Also Plauen kenne ich, aber ist auch schon lange her, dass ich da. Beschnitz, da kommt mir natürlich nur das Beschnitz. Naheliegendste in den Sinn, Was? dass das die Art, die Art vogtländische Beschneidung ist. Ja, aber wahrscheinlich Das ist aber das nicht. Naheliegendste, ja? Ja, Okay. okay. Ich habe irgendwie an beschwipst gedacht. Kann auch sein, das ist ja überall. Die hat man ja, in jeder Region hat man ja ein Wort für beschwipst oder betrunken. Aber das ist groß geschrieben, also wird das eher ein Substantiv sein. Ach Beschnitz so. und BEH und dann Schnitz. Also es ist doch die Ah. Beschneidung. Aber Schnitz, da möchte ich doch drum bitten, dass. Das wäre dann der Beschnittene quasi, Ja, Beschnitz. weil so vorbeigehen ist. Weißt du, so zack, zack, zack. Ah, das meinen die so Wenn da im. so drei, vier Säuglinge Also hingehalten am und. Bahnhof quasi, wenn der Zug quasi Genau. durchfährt. Der Dabei. Schnitter jetzt so nonchalant mit dem Der Cutter. Schnitter. Okay. Leute. Ja. Gut, na, wenn du Also, meinst. falls ihr euch fragt, warum ich heute so ein bisschen komisch rüberkomme, ich habe extrem stressigen Tag gehabt heute und habe jetzt gerade schon mein zweites Grevenstein-Bockbier. Herrje. Ja. Ja. Deswegen jetzt wahrscheinlich auch die ausgelassene Aber Stimme. also ich habe überhaupt keine Ich Idee. auch Und nicht. erst wenn Nee, du. überhaupt gar nicht. Nee, ich weiß nicht. Ich würde irgendwas, ja, nee. Irgendwas irgendwas mit einem Holzscheit hätte ich gedacht, aber keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Was so von Schnitzen kommt, meinst du? Ja, genau. Aber dann, ja, schauen wir mal. Wir werden es ja hören, was das Ich ist. hoffe. Ja, und bitte, Alexandra, schick uns Auflösungen bitte als Audio im Originaldialekt, bitte. So, das nächste ist Plätten. Plätten, das ist ja bügeln. Das würde ich auch denken, ja. Das kenne ich Ja, zumindest das als ist bügeln. Bügeln, ja. Ah, Beim okay. Plätteisen. Genau. Nur Das kenne dann ich auch. schließe ich mich an. Ja. Dann ist es wird schon schwerer, glaube ich. Was soll denn das? Ich weiß ja nicht, wo man das trennt, das Wort Kriegenifte. Kriegenifte. Oder Kriegenifte. Kriegenifte. Nee, Kriegenifte, wa? Nee, Kriegenifte, würde ich Kriegenifte. sagen. Kriegenifte. Das ist auf jeden Kriegenifte. Fall ein weibliches Substantiv. Ist die Kriegenifte? Genau, wir arbeiten uns mal klassisch Okay, vor, das oder? ist also Ja. die Kriegenifte. Die Kriegenifte. Okay. Dann ist das Hat sowas uns wie ein nicht. fränkisches Weib, Irgendwas mit Krieg, wenn du irgendwie. so rangehst, ja. Aber Ifte? Naja. Vielleicht kriege ich einen Viertelpunkt, wenn es wirklich ein weibliches Substantiv ist, Alexandra, ja? Aber ansonsten habe ich keine Idee. Also Genifte, Genifte? Bekiffte, Genifte, Kriegenifte. Ich habe keine Ahnung, ich weiß, ich kann mir darunter gar nichts vorstellen. André, du musst mal irgendwas Aber sagen dazu. Du ja, bist ich immer habe ja so gesagt, ich kreativ. schließe mich Jeans Ach an, ja, aber echt? bei dem, man müsste diese Worte im Wortlaut, also im Mundart hören, dann würde sich man sich wahrscheinlich auch besser erschließen. Ja, damit Aber kann ich jetzt wirklich nicht dienen. Vogt denn nicht, also erzgebirgisch so, das könnte ich ja von meiner Mutter noch ein bisschen ableiten, aber. Na gut, dann schauen wir mal. Das nächste ist Dorane. Das ist ein Fisch, oder? Aber dann wird der groß geschrieben. Ach so, okay. Das ist ja klein geschrieben. Vielleicht ein Genau. kleiner Fisch. Das ist ein Ah. ganz kleiner Fisch. Genau, ja. Der Vogt So ein ländliche Goldfisch. Fisch. Dorane. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich bei der Runde ein bisschen was weiß, aber
das scheint sich doch so sehr zu verändern. Du bist Dorane, also du bist dran. Ja. Dorane. Du bist Dorane. Oder der eine. Sven, der du eine. Bist Dorane. Dorane. Dorane, ja. Der eine. Stimmt, der eine. Wisse. Der eine Fisch? Oder dran, ja. Der Fisch, der dran ist. Der eine Fisch, der jetzt dran ist, gegessen zu werden. Ja. Ganz einfach. Na gut, okay. Sven? Dann nehmen wir das so. Nehmen wir das gemeinschaftlich? Das ist 100 Pro. Ja. Das nächste ist Federsch. Der Federsch? Federsch. Mit Doppel-E. Ja. Federsch. Der Federsch. Federsch. Aber das ja, ich kenne Federwisch, kenne ich. Was ist denn ein Feder? Also ich tippe auch eher auf Federsch. Federsch, jetzt mach mal Federsch. Das hat mein Vater immer gesagt. Jetzt mach mal hin hier. Ah. Ja, Federsch. Ah. Jetzt komme ich doch jetzt weg warm langsam. Ah. Was heißt das? Schnell. Ja, jetzt mach mal zügig. Ja? Okay. Beeil dich mal ein bisschen. Echt, ja? Ja. Federsch. Okay. Okay. Also mir würde jetzt auf Hochdeutsch kein adäquates Wort dafür einfallen. Ja, genau. Zügig. Gerade sag ich's noch. Jetzt machen wir Fetos, genau. Okay, na schau mal. Dann ist es. Sehr gut. Nehmen wir. Dann das nächste ist Aufladeln. Oder Aufladeln. Aufladen? Das ist auch schon wieder vorbei. Das wär komisch, war. Aufladen? Ich glaube nicht. Das wäre zu einfach, oder? Ladeln. Aufladeln. Aufladeln. Aber es ist mit Doppel-A. Also wird das A lang sein. Aufladeln. Ladeln. Vielleicht sowas wie auffädeln oder so? Weiß man nicht. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Keine Ahnung. Das nächste weiß ich wieder. Das nächste ist Itze. Ja. Itze. Itze. Das heißt jetzt. Das heißt jetzt, genau. Das würde ich auch sagen. Ja. Das hat mein Opa immer gesagt. Ja, krass. Wäre ich nicht drauf gekommen. Ja. Dann das nächste ist Mongwi-Ding. Das ist irgendein Tier. Meinst du? Ja. Ein Wieding, ein Mongwi-Ding. Ich habe keine Ahnung. Denn das, was ist das für ein Tier? Hat es Fell oder ist es eher eine Mütze? Oder? Gefedert und gefällt. Ah. Und befällt. Ansonsten aber glatt. Ein Federfelltier. Ansonsten eher, ein Nacktfederfelltier. Ansonsten eher ledrig, die Haut. Okay, krass. Wie bei einer Schlange. Praktisch den Vogt, wenn ich adäquat zur Nacktkatze. Ja. Aber als Schlange mit Fell. Und mit Flügeln. Und mit Fell, ja. Okay, krass. Mongwi-Ding. Mongwi-Ding. Ja. Ah, da wüsste ich nicht mal, wie man es so in Mundart ausspricht. Ich auch nicht. Mongwi-Ding. Mongwi-Ding. Wie mit IE und H. Also, das ist ja ganz lange. Vielleicht ist das die vogtländische Art, immer wenn so ein Westpaket kam, guck mal, da ist wieder so ein Moncherie-Ding drin. Und das wurde im Laufe der Zeit ein Mongwi-Ding. Wurde abgekürzt. Genau. Übernehme ich. Das stimmt, das ist eigentlich. Ich schließe mich an. Gefällt mir auch. Ja, also, ja. Ja. Oh, wenn das richtig wäre, das wäre so schön, oder? Okay. Oh Gott. Das nächste ist Schwammegeger. Schwammegeger, ja. Schwammegeger. Ach, das ist der Pilzsammler. Ja. Schwammegeger. Der Schwammejäger. Ah, der Pilzjäger, ja. Krass. Genau. Ah. Siehst du, jetzt werden wir doch warm hier. Ja, das klingt total. Krass. Ja. Finde ich gut, ja. Das nächste ist Sprengstütz. Sprengstütz. Das ist eine Position beim Kacken, oder? Genau. Mit vorne auf dem Badewannenrand abgestützten Händen, weil man unter Hartleibigkeit leidet. Macht man den Sprengstütz, um mehr Druck aufzubauen. Das glaube ich nicht, André. Das ist auf jeden Fall interessant, wenn die im Vogt. Aber wegen Sprengstütz, weil wenn man so sehr presst und dann irgendwann. Ja. Ansonsten sprengst du so. Klingt das auch, als könnte das so ein Sportlehrer immer sagen, irgendwie. So am Barren oder so. Den Sprengstütz. Oder am Reck oder so. Ja. Ich weiß bloß nicht. Ja. Den Sprengstütz. Man kann das auch nicht zusammenreimen, oder? Was soll denn beim Sprengen gestützt werden? Ja. Ist ja nichts mehr da. So, ich glaube, wir machen immer den Fehler und lesen das Wort wirklich so, wie da steht. Aber wenn du das in vogtländischer Mundart hörst, klingt das ganz anders. Das irgendwie glaube ich es nicht. Also bei Sprengstütz, was willst du denn da sagen? Oder? Naja, egal. Zum Beispiel, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, meine Mutter. Ja. Sie hat ja im Erzgebirgischen auch sehr viele Fachbegriffe.
Und wenn sie jetzt einen großgewachsenen, sehr hageren Mann gesehen hat, der wirklich sehr dünn war, das war die sogenannte Sterzengestelle. Was wäre das in Hochdeutsch? Ja, na ein stürzendes Skelett, so in der Art. Typ, wo du jeden Moment denkst, oh, der fällt ja um. Das ist ein Sterzengestelle. Ja. Okay. Also Alexander, daher, noch mal der Hinweis, dass du das bitte auflösen musst in Mundart. Ja, in Mundart. Ja. Na gut, da also Sprengstütz, was nehmen wir denn da jetzt? Nehmen wir das, ich weiß nicht. Ist ja, wir haben ja schon was gesagt, warte, das lassen wir irgendwie mal so offen. Lassen wir so stehen. Lassen wir mal offen. Ja, genau. Das nächste ist Wabeln. Mit Doppel-A, Wabeln. Meinst du, das ist sowas wie Labern irgendwie? Wäre jetzt auch mir als erstes in den Sinn gekommen, Drum Wabeln. Drum Wabeln. Ja, nehmen wir das. Ah, komm. Okay. Dann das nächste ist Weiß der Sex. Das wird man wahrscheinlich auch anders aussprechen. Wahrscheinlich. Denke auch, und da das auch klein geschrieben ist, ist das also wahrscheinlich, hat das nichts mit Sex zu tun. Mutmaßlich, ja. Weiß das Sex. Oder weiß das Ex? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ist vielleicht die Ex vom Weiß das? Johann. Ja. Keine Ahnung. Weiß das Sex. Bisher die schwierigste Fremdsprachenrunde. Auf jeden Fall. Ja. Da kommt nur noch, ich glaube, Finnisch ist noch, haben wir noch eine bekommen vor einer Weile, aber das ist ja irgendwie völlig absurd. Na gut, wissen wir nicht, oder? Hat irgendjemand irgendeine Idee? Ich habe keine. Nee. Also wirklich überhaupt keine. Nee. Na dann, Zengsdingen Anerhi. Was? Zengsdinger Anerhi. Zengsdinger Anerhi. Ja, geradezu. Zengsdinger Anerhi. Zengsdinger Anerhi. Geh einfach geradeaus. Echt jetzt? Ja, das hatte meine Mutter auch drauf gebracht. Ja, sie geht Zengsdinger Anerhi. Okay. Na gut, wenn du meinst. Echt? Nehmen wir. Das kam auf jeden Fall überzeugend, ja. Das nächste ist. Also, so wurde das Wort zumindest bei uns. Okay. Das nächste ist, wahrscheinlich heißt das rechts abbiegen. In der zweiten Querstraße oder so. Genau, nach der dritten Ampel bitte links abbiegen und dann gleich wieder rechts. Genau. Heißt das. Vogtländisch. Das nächste ist wieder ein Substantiv und zwar Scheierhorder. Scheierhorder. Ja. Das ist der Scheuerhorder. Ah, das ist der Wischlappen. Scheuerlappen. Ein was? Ach, genau, Scheuerlappen. Scheuerlappen. Stimmt, Horder, das kenne ich auch, ja. Richtig. Das hat man ja in vielen Mundarten. Ja, richtig. Okay. Ja. Ohne O jetzt meistens, aber ja. Ja. Nächste ist Damisch. Und die Steigerung ist dumme Damisch. War sie verdammt? Nee. Wahrscheinlich, oder? Damisch. Aber jetzt wieder mit Doppel-A. Also das A ist wieder lang. Ja. Naja, Vogtländisch ist eine sehr identische Sprache. Verdammt nochmal, Damisch. Ja. Dumme Damisch. Ja. Bist du Damisch? Ja. Dumme Damische. Ja. Oder? Ups. Da haben wir das ist ja was Nettes. Ja. Ich weiß ja nicht, was ich sage, von daher. Genau. Darf ich das? Ja, bist du. Hoffentlich. Ich würde auch sagen, dämlich oder so. Ja, wahrscheinlich. Dämlich. Gibt's wieder Mails. Dämlich ist gut. So, das nächste ist wieder ein Substantiv. Beimer. Das ist doch die aus der Lindenstraße, oder? Lindenstraße, ich sagen, das ist da Mutter Beimer. Genau, das heißt Mutter. Das ist Mutter Beimer, auf Vogtländisch. Beimer. Ja. Man muss noch ernsthaft was suchen. Das ist der Beimer, die Beimer oder das Beimer schon mal. Fangen wir mal so. Beimer. Der, oder? Oder? Die? Die Beimer könnten die Mädels sein. Oder könnten Bäume, könnte Bäume heißen. Die Beimer. Die Beimer. Die Beimer. Die Beimer. Guck mal, unter den Beimern. Ja, ist geil. Finde ich gut. Da liegt wieder so ein dumme damischer Scheierhoder. Ja, sehr gut. Guck mal, also Bäume. Das nächste ist Gähling. Wiederum kein Substantiv. Gähling. Schwer. Da hätte ich gerade ja keine Assoziation. Mit EH. Ich habe auch überhaupt keine Idee. Irgendjemand? Irgendwas? Nee. Nee. Das habe ich noch nie gehört und kann es auch irgendwie ja nicht. Dann nehmen wir das nächste. Das heißt Gung. Ja. Das heißt Junge. Junge. Ja, das weiß ich auch. Endlich weiß ich mal was. Ja. Mai Gung sagen in Sachsen sehr viele, nicht nur im Vogtland. Na, Mai Gung. Ah, okay. Ja. Alles klar. Na, dann das nächste. Hutzen. Hutzen, ja. Das heißt wir sitzen zusammen. Ach, echt? In der sogenannten Hutzenstube. Das gab es auch im Erzgebirge so, wo so eine gemütliche kleine Stube war, wo man so Handarbeiten gemacht hat, war
Die Hutzenstube. Okay. Hutzen heißt man, wir hocken einfach zusammen. Okay, krass. Und haben es gemütlich. Nackt? So was wir in Zürich gemacht haben. Ah, ja, also nicht nackt. Ja, na, wir haben es nackt gemacht, ja, aber muss man nicht. Okay. Hutzen kann man auch so. Nicht, glaub, Hutzen kann man auch bekleidet. Ja, sehr okay, gut. Na dann das nächste, Siefern. Siefern? Siefern. Kenne ich, aber ich weiß die Übersetzung gerade nicht. Man muss es so ausbringen. Siefern. Darum Siefern. Siefern nicht so rum. Ich würde sagen, so was wie kleckern oder plempern oder so. Siffen. So wie Siffen. Aber bin mir nicht sicher. Hm. Okay. Na gut, das nächste ist Kasai. Und das heißt ja nicht der japanische Skispringer, der übrigens nee, immer noch sein, springt oder mit, ich glaube, inzwischen 53 Jahren. Sehr über den habe ich letztens, ach hier, über die Melanie hat einen Bericht über den, glaube ich, geschrieben. Ne? Kann sein? Durchaus sein. Unsere Fotografen Melanie, habe ich gelesen, war sehr interessant. Ja, genau. Krasser, cooler der Typ. Ist unglaublich, ja. Sehr cool. Ja. Aber kann sein, heißt das. Das würde ich auch sagen. Oder? Ich denke auch, ja. Genau. So, dann das nächste, Schlorzen. Schlotzen. Schlorzen. Schlorzen. Schlotzen klingt eigentlich fast bayerisch. Aber ja. Schlotzen. Er ist ja auch an der Grenze, ne? Von daher gibt es da bestimmt Parallelen. Ganz genau. Also, André, sag mal. Naja, was könnte das heißen? Schlotzen? So was wie vielleicht wie schlürfen oder wie? Oder sabbern? Oder schlürfen? Hm. Ja, irgendwie sowas. Irgendwas, auf jeden Fall, irgendwas Unästhetisches. Also, auf jeden Fall, was nicht Schönes, okay. Ja. Ich sag, das heißt Schlatzen. Schlatzen? Schlatzen. Und was ist Schlatzen? Nee, das heißt Schlotzen. Naja. Ich hab das hier kaputt geschlatzt. Aufreißen heißt es. Ein Riss machen. Ah. Wie Schlitzen. Schlatzen. Ah, also wenn du irgendwo einen Riss in der Hose hast, siehst du, hat mir eine Mutter hört dafür. Schlatzen. Hast du dich immer in der Hose aufgeschlatzt? Ah. Ja. Okay. Ja. Ich sag, man muss jetzt. Krass. Man darf die Buchstaben nicht so wortwörtlich nehmen. Man muss jetzt auch ein bisschen. Dann nehmen wir das. Das also, lang auf jeden Fall überzeugend. Das haben wir uns gut und hart erarbeitet. Bin da mal sehr gespannt, ob das stimmt. Nein, das nächste. Na gut, wir haben noch drei Stück. Ja die Nitteln. Hat ja die besten Beispiele in der Familie. Nitteln. Nitteln. Darum nitteln. Ja. Rumnitteln. Oder nitteln. Wisst ihr aber nicht, was heißt? Ja. Ningeln wüsste ich. Ja, ningeln wüsste ich auch. Aber ja. Nitteln. Nitteln weiß ich nicht. Nitteln ist wahrscheinlich was anderes, weil das ganz anderes. Tja. Ja, das gehört zum sexuellen Vorspiel zwischen Mann und Frau, wahrscheinlich. Nitteln? Ja. Wie sieht denn das aus? Und geht das nur zwischen Mann und Frau? Nein. André, erzähl mal. Es geht mit allen, die Brustwarzen haben. Mach mal Piktogramme. Vom Nitteln. Hm. Ich mach's gerade, warte, ich mache euch ein Foto. Achso, okay, sehr schön. Gut. Okay, also wir einigen uns irgendwas Sexuelles auf jeden Fall. Ja. Okay. Na gut. Dann auch im Vogtland hatte man ja Sex. Ich denke auch. Ja. Flort ist der nächste. Flort. Flort. Hm. Flort. Hm. Keine Ahnung. Es wird nicht die Flort sein, oder? Wann kommt die Flort? Wann kommt die Flort? Ja. Da können wir auch gleich nochmal auf das, auf unser Behind the Scenes aufmerksam machen. Es geht auch gleich sehr schön in dieser Richtung los. Stimmt, ich erinnere mich. Dunkel. Ja. Das ist, wenn man den Leuten so sagt, jetzt unterhaltet euch mal. Ganz natürlich, genau. Ganz locker. Gespräche. Genau. So, also. Ich habe keine andere Idee, außer die Flut. Ich aber das wäre natürlich... Ja, Flut, komm, Flut ist, wir haben was gesagt. Okay. Das ist doch Latschen. Das letzte, Latschen. Ist einfach, oder? Ja, Latschen eigentlich. Ach, Latschen. Ja. Ach, Latschen. Ach so. Mit Doppel-T diesmal. Ah, dann ist es nicht mehr einfach. Nee. Ist das so was wie jemandem eine scheuern oder Latschen? So? Wenn das mit dem Nitteln nicht geklappt hat? Ja. Wenn es mit dem Nitteln tief gelaufen ist, kriegst du eine gelatscht. Ja. Oh, bitte. Ich hab's jetzt gerade verwechselt mit dem, was mein Vater immer gesagt hat zu, wenn man sagt, was nascheln, hat er immer gesagt, was natscheln. Ah, natscheln. Ja, aber latschen ist ja doch weit weg davon. Hm. Ach, wir losen ganz schön ab bei der Runde. Ich glaub, auch, es gibt sehr wenig, ist aber auch sehr schwer. Wenig, ist sehr auch schwer. Punkte, ja. Sehr, sehr wenig Punkte. Ja. Also auf jeden Fall. Ja, Plattdeutsch war auch ähnlich schwer, oder? Ja, glaube ich. Aber, ja. Na gut. Aber umso mehr freuen wir uns auf die Auflösung. Ganz genau. Ja. Ja. Na gut. Wir lassen das Latschen mal so stehen hier und genau. Sehr gut. Na denn, hören wir auf an der Stelle und melden uns in zwei Wochen wieder.
Krass, und dann kommt schon der Podcast zur Bootstour. Ja, genau. Okay. Krasser Scheiß. Ja. Na dann habt eine gute Zeit bis dahin und bleibt gesund, wie immer. Selber. Ja. Gleichfalls. Und so weit alles. Tschüss. Bis dann. Vor allem bleibt gesund und macht kein Mist. Nachbarn. Genau. Bis später. So, ciao. Tschüss. Ja, nee, war schön. Also wird schön, glaube ich, hoffe ich. Mal sehen. War schön. Bestimmt schön. Alter. Zeitreisender. Ja. Ich glaube, das möchte ich eigentlich gar nicht öffentlich beantworten. Vielleicht ziehe ich die Frage zurück. Genau, wir ziehen die Frage zurück. Wir wissen es noch nicht. Stell die Frage doch in einem Jahr nochmal. Habt ihr das auch gerade gehört? So ein Blim-Blim? Was? Nee. Blim-Blim? Nee? Habt ihr nicht gehört? Ein was haben wir gehört? Na, so ein Palim-Palim. Palim-Palim?